Hallo meine Freunde der gepflegten Abendunterhaltung und auch hallo an meine YouTube-Abonnenten. Heute spielen wir Just Cause 1, das 2006, glaube ich, erschienen ist. Eigentlich wollte ich heute Fahrenheit spielen, aber das hat sich erledigt damit, dass sich das Ganze nicht aufnehmen lässt. Es tut mir leid für alle, die das sehen wollten, aber jetzt geht's los mit Just Cause. Salisburytian guerrillas have declared war on the Mendoza government. Guerrilla spokesman and revolutionary frontman Jose Carmica says, quote, Mendoza is a rabid dog that should be put to death. The Republic of San Espirito, once known as the Pearl of the Caribbean, is now an island in turmoil. The guerrilla movement, known as the People's Revolutionary Army of San Espirito, has been fighting the rule of the nation's president, Salvador Mendoza. San Espirito. Another peasant regime that has to be toppled. President has to go. So, jetzt sind wir auch schon unter Kontrolle. Wir sind hier im 4:3 Modus in einem aus einem Flugzeug gesprungen und sollen jetzt unseren Fallschirm zücken. Wir empfangen auch Funksprüche. Meet with Sheldon in El Rosario. Dann mal los geht's. Ich glaube, ich hätte den Fallschirm nicht so früh öffnen müssen. Ja, genau. Also es kann jetzt sein, dass ihr vielleicht meine Tastatur lauter hört oder dass ich viel zu leise wieder bin oder viel zu laut. Ihr kennt ja das gleiche Problem immer wieder in jedem Video. Aber jetzt geht's ja erstmal auf die Insel mit unserem Fallschirm. Also ich muss sagen, die Framerate ist ja ziemlich gut, aber ja, na, die Grafik ist jetzt nicht top. So. Ich glaube, ich setze hier mal einen kurzen Cut, bis wir unten sind. So, jetzt werden uns hier die Steuerungsoptionen angezeigt mit M, Mausrad hoch und Mausrad runter und Waffen abfeuern mit Mausbutton 1, das heißt Linksklick. Okay, los geht's. Erstmal hier weiter. Yeah, wahrscheinlich ist es jetzt viel zu laut. Aber wir haben jetzt Pistolen. Ich als geskillter Shooter weiß doch, wie man das hier alles handelt. Also, wie die durch die Gegend fliegen. Interessant. Yeah. Peng, peng, peng. Der Shooter King. Erstmal Waffen aufsammeln. Wir haben mit den Duels haben wir unendlich Munition. Sehr gut. Hallo? Das hätte nicht passieren sollen. Jetzt habe ich erstmal meinen Verbündeten geschlagen. Nee. Passiert mal. Ganz natürlich. Wir werden hier attackiert von Soldaten. Droppen auch schöne automatische Waffen, die ich jetzt aufsammeln werde natürlich. Und die haben auch Autos. Da kann man sogar einsteigen und rumdriven. Man the mounted gun in the back of the MV. Yeah, die gemountete Gun. Die angebaute Waffe hinten drauf. Jetzt dürfen wir shooten. Und zwar die Autos abschooten. Die aimt auch automatisch die Waffe. Das ist sehr toll. Da haben wir gar kein Problem mehr. Ist ein One-Hit-Kill für normale Menschen.
in Anführungszeichen, also für ohne Auto. Genau, das geht jetzt so weiter. Ganz viele Explosionen und so weiter. Das, ja. Shooting. Ja, so, da kommen schon die nächsten. Auf geht's. Explodieren. Yeah. Also die Explosionseffekte müssen schon sein. Die gehören einfach zu Just Cause dazu. Hier zwei Autos. Und das nächste. Und das nächste. Yeah. Genau. Jetzt haben wir hier eine kleine Straßensperre und ein paar Typen, die da stehen und uns abknallen wollen. Okay. Wie kann man denn, kann man hier, ja, kann man. Man kann hier rollen und springen. Aber eigentlich will ich nur diese Typen hier wegbekommen. Wir haben leider keine Grenades, sonst wäre das hier ein bisschen einfacher. Ich kann mal wechseln auf unsere automatische SMG. Ach, da war irgendwas. Cannot use vehicle. Okay, dann müssen wir wohl die harte Tour nehmen. Und das wäre dann das da. Oder auch nicht. Wow. Also das war schon sehr explosiv. Einsteigen. Alles einsteigen. Jetzt kommen schon die nächsten. Wow, es geht hier schnell. Hier ist ein Helikopter. Oh oh. Ja, das ging ja schnell. Da hinten ist wieder was. Ach, das ist nur ein Vogel. Okay. Ich dachte schon. Erstmal die unschuldigen Bewohner abschießen hier. Wie sich das gehört. In einer Demokratie. So. Oh Mist. Ein Helikopter. Mein Held. Mein Held. Hüpfe. Au, 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 scheiße. Nein, mein Held. Seht ihr den kleinen Balken da oben, mein Held. So, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, glaube ich. Yeah, geschafft. Ich glaube, das sind meine Freunde. Lass mal abschießen. We got work to do. You think you got enough heat breathing down our ass, Sheldon? The heat's all gone, Kane. Just take care of our friend Rico here. So he can do his job. Oh, and don't think I forgot the last time, Rico. Glad you two know each other. Come over to the RV when you're ready to be briefed. So, Mission complete und die kleine Sequenz haben wir auch bestanden. Ja, ich will safen. Natürlich. Empty. Safe. Wir wollen doch hier nichts verlieren. Genau, unsere kleine Garage für die kleinen Autos. Dann haben wir hier Munitionskisten für unsere Munition. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Und natürlich unser Waffenarsenal. Ist ja ganz klar, das gehört zum Spiel dazu.
mit dem Satellite Uplink, mit dem Satelliten Kommunikationsgerät können wir unseren Spielstand sichern und wir haben ein Motorbike, ein, wie heißt es auf Deutsch, ein motorisiertes zweirädriges Fahrzeug, ein naja, wie heißt es denn? Ein Motorrad natürlich. So, hier. Gleich mal aufsteigen und ausprobieren. Geht das? Yeah. Ein Yamada. Was könnte das bloß sein? Los geht's. Ja, das glaube ich, weiß ich, wie das funktioniert. Okay, der Berg wird ziemlich kompliziert für das kleine Motorrad. Au, schmerzhaft. Wo ist denn das Ding jetzt? Da vorne, what the fuck? Dann würde ich sagen, wir driven hier mal ein bisschen durch die City. Genau, hier haben wir schon die ersten Autos. Yeah. Ich würde sagen, wir schnappen uns dann gleich mal ein Auto, aber wir müssen aufpassen, da gibt es nämlich auch Polizei. Oh, die sind bewaffnet. Naja, kann ja keine schlechte Idee sein. Ein Rossi 866 Corolla. Die gehen ja ziemlich fast, Alter. Wow, das Driften ist ja lustig. Da gibt es jetzt auch verschiedene Buttons, dass wir zum Beispiel auf das Dach klettern können oder an der Seite raushängen können. Wenn ich die noch wüsste, dann würde ich die jetzt anwenden. Ich weiß sie nicht mehr. Die werden auch manchmal angezeigt, glaube ich. Wenn ich jetzt F drücke, dann... Yeah, dann hackt... Wir können übrigens das Fahrzeug immer noch steuern, aber Gas geben nicht mehr. Wir können jetzt zum Vehicle jumpen. Zu dem nächsten Vehicle will ich gar nicht. Ich will eigentlich meins wieder usen, genau. F ist die Stunt Position, okay. Und E ist Exit. Gut zu wissen. Hier kann man nämlich viele Stunts machen. Von Auto zu Auto springen und so ähnliche Sachen. Genau. Wir könnten auch mal Bus fahren, wenn wir ihn nicht kaputt machen würden. Hier aussteigen. Und dann nehmen wir jetzt einfach diesen da. Einsteigen, genau. Wow. Der fliegt da weg. Genau, das ist jetzt der Bus. Und jetzt können wir in die Stunt Position das Fahrzeug immer noch steuern. Der ist jetzt vorn drauf. Und jetzt den Parachute zücken und dann durch die Lüfte flattern. Mit natürlich beiden Pistolen an der Hand. Ist ja ganz klar. Muss ja so sein. Dann können wir hier zum Beispiel runter in das kleine Dorf hier. Hier mal auf den kleinen, in den kleinen Markt schauen. Vielleicht können wir uns da was kaufen. Früchte. Wo bin ich? Okay. Ich weiß leider nicht, was das heißt, was der da sagt. Aber das Lustige ist, ihr seht es vielleicht schon, dieses kleine Symbol hier. Wenn es funktionieren würde. Explosionen. Ich liebe Explosionen. Explosionen. Mit Explosionen kann man nie was falsch machen. Das Auto sieht ja auch lustig aus. Reichsmobil. Ein Volkswagen. Aha, okay. Ja, ja. Er steuert sich ziemlich lustig. Ja, man kann es sehen. Oh Gott. Ja, das Schadensmodell. Fast besser als in GTA 5. Nur fast besser. Also wenn man hier einmal steuert, dann lenkt er ziemlich witzig durch die Gegend. Und wir fliegen hier einfach nur noch durch die Gegend. Ich will jetzt mal irgendwas Lustiges machen. Kleinen Stunt oder so von dem Berg. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier ein bisschen Aufruhr, damit uns mal jemand verfolgt, die das Militär, die Polizei. Wie die wegfliegen. Ist schon komisch. Ja, jetzt kommt keiner mehr, oder was? Da vorne. So, peng, peng. Einfach mal ganz brutal. Also wirklich. Also ich würde nicht empfehlen, das zu Hause nachzumachen. Das kann zu schweren Konsequenzen führen.
Ja. Okay, der Polizist erstmal da runtergefallen. Genau. Oh. Ah, da ist was los hier, oder was? Los. Rückwärts. Los geht's. Weg hier. Oh. Hat er den gesehen? Irgendwas brennt hier. Ich hoffe nicht mein Auto. Aber mein Auto ist jetzt auf einmal schwarz. Was? Und ich bin tot. Jetzt sind wir wieder hier. Ich würde mal sagen, wir können jetzt mal hier weitermachen mit der Mission. Start Mission. Hier ist der Typ, der die Agency wants gone. Like yesterday. President Salvador Mendoza. Totally in bed with the Montana drug cartel and backed by a well-armed military and police. We found just the guy to make life a little difficult for El Presidente. Why am I not surprised? Meet your new best friend. Jose Caramicas, the rebel leader. El Presidente's got him in prison on this very island. He's being held at the old Spanish fort of El Grande, not far from here. Convenient, huh? Get to the fort, take out the guards, free Caramicas, and you'll be one of the gang. A real hombre. You better get moving. Oh, and Rico, if anything goes south, remember. You don't know me? Exactly. But you're used to that, huh? Now, get what you need from Kane and vamos. Okay, wir haben es gehört. Wir müssen jetzt das Gefängnis finden. Wir fahren jetzt am besten mit dem wieder, weil das unser einziges Fahrzeug zurzeit ist. Wir können hier nochmal vorbeischauen bei den Waffen. Und dann hier ein bisschen Ammunition, Restock Ammo. Ist das jetzt überall? Ja, ist alles Max. Yeah, nice. Wir nehmen wieder die Duels und dann los geht's. Wir haben hier eine Convenient Map. Hier auf Map. Und da werden uns alle Punkte angezeigt. Wir müssen jetzt dahin. Okay, gut. Gut zu wissen. Dann fahren wir jetzt mal dahin. So, das sehen wir jetzt schon. Die Pfeile, die roten Pfeile, die markieren quasi das Ziel. Das finde ich auch ziemlich gut, dass das markiert ist. Wow! Okay. Der Stunt, mega. Okay, da wird geschossen. Und da ist ein Stoppschild. What? Jetzt ist da kein Stoppschild mehr. Okay. Jetzt mit dem Parachute. Hierhin. Wenn wir es überhaupt schaffen mit dem... mit dem Fallschirm. Ich weiß es gar nicht. Es sieht nämlich nicht so aus, weil da ist eine sehr starke Steigung an dem Fels oder an dem... wenn ihr es hier seht. Sehr starke Steigung. Wir werden jetzt da hinunter crashen, wenn wir... ja, da kommen wir gar nicht hoch, oder? Doch! Da kommen wir hoch, Leute. Wir sind oben. Und wir sind auf der falschen Insel. Leute, seht ihr es auf der Map? Wir sind auf der falschen Insel. Okay, das erklärt einiges. Naja, egal, dann können wir jetzt wenigstens diese Insel erkunden, ungestört, ohne Polizei. Aber ich glaube, hier gibt es nicht so viel auf dieser Insel. Was heißt, wir werden hier schwimmen müssen? Müssen wir hier schwimmen? Nee, wir gehen jetzt da rüber. Dann müssen wir da rüber schwimmen. Mist. So ein Käse. Erdbeerkäse. Okay. Das muss ich jetzt wohl akzeptieren. Ich hoffe, hier gibt es keine Haie. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nein! Wieso fährst du jetzt da runter? Wo ist der jetzt? What? Das ist ein Polizist. Wieso ist der jetzt explodiert?
Oder explodiert hier einfach alles. Also, das war sein Motorrad. Ja, super. Na gut. Ich habe hier wen gehört. Genau, Polizei. Ich will euer Auto. So. Ein kostenloses Auto. Wunderbar. Einsteigen, los geht's. Huerta Mesa. Oh nein, das ist ein Gefängnis. Wir sollten hier nicht mit einem Polizeiauto die Wände durchfahren. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Oder sollen wir hier einfach mal so YOLO-Swag einfach mal durchfahren? Okay, das war eine schlechte Idee. Können wir? Yeah, wir können hier einfach durchfahren. Wer ist denn das? Bist du ein Böser? Du bist ein Böser. Okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Wir haben nicht allzu viel Hells. Aber hier ist was Tolles. Hier ist eine tolle gemountete Gun, Alter. Wir müssen hier irgendwie... Hier... Achso. Achso. Ach so. Ja, Entschuldigung. Chill, my friend. I'm here to free you. Hurry. You have das ging ja schnell. Very powerful friend today. We will do some great things together, eh? Viva la revolución. Vámonos. Juhu, wir haben ihn jetzt befreit und jetzt müssen wir wohin? Oh nein, das ging ja schnell. Die sind ja alle wieder da. Ja, cool. Kann mir der auch helfen? Hat der eine Gun oder kann ich dem eine Gun geben? Und wieso ist der Untertitel von vorher immer noch da? Chill, my friend. I'm here to free you. Okay. Wait a minute. Ich sollte ihn vielleicht nicht beschießen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Ein Medikit. Endlich. Das können wir nämlich sehr gut gebrauchen. Dann geht es hier nämlich weiter und da vorne müsste unser Auto stehen, genau. Dann fahren wir jetzt mit dem Auto woanders hin. Wo auch immer es verlangt wird, hinzufahren. Ah, sweet freedom! Soon all of my people will drink from this cup. Meet me later at the guerrilla camp. Das werden wir machen. Und ich fahre jetzt wieder heim. Und zwar mit dem Auto. Schnell weg hier. Wie aktiviert man hier das Blaulicht? Das wäre sehr nice. Weil ich will nämlich auch so cool wie Cops sein. Und mit Blaulicht hier rumcruisen. Irgendwie ein bisschen kompliziert. Was ist denn los hier? America, fuck yeah. Scheiße, das war jetzt ein bisschen suboptimal. Fix! Weg hier, schnell! Das ist schmerzhaft. Hier wird irgendwas gebaut. Vielleicht wird die Map hier weiter gebaut im Moment. So wie es aussieht. Vielleicht kann man den benutzen. Use Vehicle. Nice. Den will ich jetzt ein bisschen rumfahren. Kann man die Dinger, die Schaufel da heben? Au. Ich will Autos damit rumschieben. Da ist eine Box. Was? Collect Item. Collect Mission activated. Salt Refinery. Yeah, right.
Oh, das ist gar keine Salt Refinery. Und wir haben hier ein Polizeiauto und schieben es durch die Gegend. Oh, Kokain. Wir fahren hier also auf soliden Kokain. Was? Oder sind die Berge hier nur zur Verzierung? Wir schieben das Auto einfach durch die Gegend. No one gives a shit. You know, no one gives a shit. Hier ist noch so ein Paket. Dann können wir hier mal Ausschau halten. Und dann mal sehen, was passiert. Vielleicht bekommen wir irgendwas Besonderes. Zehn von zehn Packages. Collect Mission Successful. 50 Handschläge haben wir bekommen. Wir haben 50 Handschläge bekommen. Also ich würde mir jetzt mal die Hände waschen. Hände waschen muss ein jedes Kind. Hier geht ja die Post ab mit der Polizei. Wir legen Straßenstempel durch die Gegend. Und Polizisten werden überfahren von Raupen. Wie kann das nur passieren? Ja, die Schatteneffekte haben auch irgendein Problem. Aber na gut, ich werde jetzt mal zum nächsten Missionspunkt fahren. Und zwar mit diesem Gefährt hier. Der ist nämlich 2 Kilometer entfernt. Viel Spaß wünsche ich mir dabei. Und euch schneide ich das Ganze natürlich raus. Ihr müsst das nicht miterleben, keine Angst. So, wir sehen uns gleich wieder am Zielpunkt, hoffentlich. So, mal versuchen, ob man mit diesem Gefährt auch unter Wasser fahren kann. Kann man bestimmt, da bin ich mir überaus sicher. So, los geht's. So, das geht doch wunderbar. Hier, ein bisschen auf dem Meeresgrund fahren. Es geht sogar wirklich. Okay, jetzt ist er ausgestiegen, leider. Wir müssen jetzt bloß an die Oberfläche, was kompliziert werden könnte, weil ich nicht weiß, wie das geht. Leute, das Ding ist gerade explodiert, meine Freunde. Und ich würde gerne wissen, wie man an die Oberfläche taucht. Oh, oh, nein, 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 nein. Hilfe, nein. Scheiße. Was mache ich? Wo müssen wir eigentlich hin? Wahrscheinlich bin ich schon auf der komplett falschen Höhe, weil ich jetzt mit dem Auto hier die Klippe runtergefallen bin. So, endlich. Endlich hier. My brother, you are free. Thanks to this hombre, Esperanza. He is one of us now. A freedom fighter against el presidente. You got it, amigos. Jose, we must move now. The troops. Sí. I must vanish for a while. We'll meet again soon. Mission erfolgreich. Natürlich wollen wir wieder speichern. So, einfach mal überschreiben hier. Der Typ verzieht sich jetzt für eine Weile. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt auch. Und zwar mit diesem Video. Okay, da läuft einfach mal jemand. Und zwar ein paar zusätzliche Informationen noch. Wir gehen nämlich auf die Gamescom. Okay, ich habe jetzt eigentlich jubelnde Menschen erwartet, aber irgendwie doch nicht. Wir gehen auf die Gamescom 2016. Tours, huh? 2016 in Köln. Wenn ihr mich treffen wollt, ein Fan-Treffen natürlich. Wer will sich denn nicht mit mir treffen? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Vielleicht können wir uns irgendwo treffen, irgendwie arrangieren.
Auf jeden Fall, wir gehen auf die Gamescom. Also Werwolf und ich und Walter und The Holy Page Pictures. Falls ihr den kennt, der ist in meinem Kanal verlinkt. Und vielleicht, wenn ich es nicht total vergesse, dann verlinke ich ihn auch nochmal hier. Ich muss mich ein bisschen bewegen, sonst ist das Ganze ja ein bisschen langweilig. Autofahren. Genau, das wollte ich nur gesagt haben. Wenn ihr mein T-Shirt kaufen wollt. Wahrscheinlich, yeah. Dann sagt's mir, dann kann ich euch den Spreadshirt-Shop zeigen. Das ist einfach mein T-Shirt mit der komischen Figur aus meinem Profilbild drauf. Wenn ihr Werbung für mich machen wolltet. Das ist sowieso unwahrscheinlich, aber bloß falls ihr es machen wolltet. So, das war's jetzt eigentlich. Wenn ihr mehr von Just Cause sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich kann natürlich noch ein paar mehr Parts machen. Ich könnte sogar ein ganzes Let's Play machen, wenn ihr wollt. Aber ich würde sagen, der Part hier reicht. Oh, was sind denn das für Pflanzen? Naja, okay. Der Part hier reicht erstmal mit den kleinen Informationen hinten dran. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein gesondertes Video dazu machen. Mit der Gamescom. Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch treffen wollt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wann wir fahren, wo wir sind, etc. Also dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und auf Wiedersehen.